Grüß euch, liebe Zuschauer, Servus miteinander. Ja, die Proteste der Landwirte, aber eben auch der Spediteure, der Lkw-Fahrer, der Handwerker, des produzierenden Gewerbes, des kleinen und der kleinen und mittleren Firmen, aber auch Handel und Gastronomie und Dienstleistung, da von diesen Branchen schließen sich auch immer mehr diesen Protesten an und haben genauso wie die Landwirte wirklich endgültig die Schnauze voll von dieser Politik, von dieser menschenfeindlichen, von dieser deutschenfeindlichen, alles fürs Ausland gefühlt und zu Hause dürfen wir nur bezahlen, kriegen aber gar nichts mehr. Und die Bundesregierung, das Regime deutet ja auch ganze Begriffe um, ja, Formulierungen um. Sie nennen es Sparpaket. Ein Sparpaket sollte eigentlich wie ich es kenne, da wird bei den Ausgaben gespart, ja, weil sie ihr Geld brauchen, weil sie ihren Haushalt nicht zusammengenagelt bekommen. Und da schauen wir mal. Die Regierung gibt 61,85 Milliarden Euro für Entwicklungshilfe in 109 Ländern aus. 109 Länder. Die Regierung gibt 48,2 Milliarden Euro für Migranten aus. Ich darf nochmal erinnern, das sind circa 130 Millionen Euro pro Tag. Und zwar jeden Tag. Immer und immer wieder. Und es wird nicht mehr, wird nicht weniger, sondern immer mehr mit der Zeit, ja, weil immer mehr Leute reingelassen werden. Und dieselbe Regierung und dasselbe Regime will uns erzählen, dass sie bei Bauern und Landwirten 900 Millionen einsparen muss. Es ist eine Unverschämtheit hoch 5. Vor allem auch diese dauernde Mehr von steuerlicher Subvention. Ja, das ist die Perversion schlechthin, weil es ist ja eher so, wir nehmen euch weniger weg. Ja, wir geben euch nicht weniger, wir nehmen euch weniger weg. Und das wird dann als Subvention deklariert. Das ist also wirklich Raubrittertum, aber in Perfektion. Wie gesagt, dieselbe Regierung will uns erzählen, dass sie bei Bauern und Landwirten 900 Millionen einsparen muss. Wir sind bei 61,85 Milliarden für Entwicklungshilfe in 109 Ländern und 48,2 Milliarden pro Jahr. Wobei das dürfte jetzt schon wieder nicht stimmen. Das dürfte schon 50 sein oder mehr für Migranten. Wir haben hier eine Bundesdrucksache, eine Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Fraktion der CDU-CSU. Vom 13.12.2023. Verweis auch unten zum selber Nachlesen liegt auf dem dserver.bundestag.de. Für jeden einsehbar kommt es in die Beschreibung der Verweis dahin. Wir schauen uns das mal an. So. Wir haben hier der Beteiligte auf der deutschen Seite, Projekt, Partnerland, Volumen in Euro. Wir haben hier BMWK, das ist das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Hier Habeck, der Großzügige, aber nicht nur der. Ich werde es hier nicht alles vorlesen, weil wir sind hier auf 24 Seiten. Das wäre dann ein bisschen zu lang und dann werden wir auch die Nerven unserer Zuschauer und auch meine persönlichen, meine eigenen Nerven dann doch irgendwann vielleicht auch in einer Belastungsgrenze ausgesetzt. Einfach mal von vorne. BMWK ist es hier jetzt alles erstmal Fazilität Haushaltskühlungssektor, grüne Kühlschränke für Haushalte. Kolumbien 4,6 Millionen. Erneuerbare Energien für den Eigenverbrauch in Chile 1,7 Millionen. Emissionsarme Reiserzeugung in Thailand, ja, 8 Millionen. Immer nur so gerundet, ja. Energiesparcontracting für die Sanierung von Wohngebäuden in Ulaanbaatar in der Mongolei. 6 Millionen. Programm Klimapolitik Brasilien. Da sind wir schon bei 11 Millionen. Unterstützung bei der Umsetzung der nationalen Klimawandelstrategie. 6,4 Millionen. Tunesien. Das war übrigens Peru mit der Klimastrategie. Tunesien. Aufbau des institutionellen Kapazitäten zur Umsetzung der National Determined Contributions. Das ist so ein Schwachsinn, dass keiner weiß, was das genau ist und irgendeiner profitiert. Dann haben wir hier auch wieder Thailand Klimapolitik und Biodiversität. 10 Millionen. Strategische Erschließung wirtschaftlicher Minderungspotenziale durch den Einsatz erneuerbarer Energien in Indonesien. Dann haben wir hier Türkei. Ja, Türkei bekommt 7,1 Millionen für Treibhausgasemissionen und Berichts- und Verifikationswesen. Also zum Aufbau eines Monitoring, nur zum Messen. Ja.
Resilienz aufbauen und Umwelt, das kostet aber nur 407.000. Das geht. Beste verfügbare Technik für Ukraine. Ja. Über eine Industrieemissionen und Förderung der Anwendung von besten verfügbaren Techniken 10 Millionen. Aber nicht, dass wir der Ukraine schon irgendwann mal Geld. Ja, doch, doch, richtig, haben wir doch. Okay, die sind aber hier auch dabei. Energieeffizienter Stadtteil Lemberg. 4,9, also glatt aufgerundet 5 Millionen Euro. Vietnam, Treibsand. Vietnam, naturbasierte Lösungen für anpassende Landwirtschaft. 14 Millionen. Schutz und integriertes Management von Meeres- und Küstenbiodiversität. 7,9 Millionen Euro. Dann haben wir wieder Ukraine. Dann sind wir wieder hier in Asien. Saubere, bezahlbare und sichere Energie für Südostasien. Schön, wenn wir auch mal saubere, bezahlbare vor allem und sichere Energie für nicht für Südostasien, für uns sauber diese Klima mehr. Die ist wirklich jetzt durch das Thema meines Erachtens. Aber eine bezahlbare Energie, das wäre für uns auch schön. Aber wir denken erstmal an Indonesien, Philippinen, Thailand, Vietnam, 29,95 Millionen. Algerien, Ägypten, Jordanien, Libanon, Marokko, Tunesien, 5,7 Millionen klimaneutrale Gebäudestandards. Ja, da ist es ja auch so kalt. Ja, kohlenstoffarme Gebäudewende in Asien, 17 Millionen. Kuba, Dominikanische Republik, Haiti, eines der ärmsten Länder der Welt, da kommen sie ihnen mit ökosystembasierter Anpassung und Waldwiederaufbau in vulnerablen ländlichen Gemeinden des biologischen Korridors in der Karibik. Ich will wirklich so langsam gar nicht mehr wissen, welche Taschen da vollgemacht werden und wer da einen Termin beim Ferrari-Händler macht demnächst. Ja? 19 Millionen übrigens, ja, 20 eigentlich. Dann Benin, Kongo werden auch sehr großzügig ausgestattet mit Umsetzung regionaler und nationaler Anpassungsprioritäten in Zentral- und Westafrika. Ja, ich gehe mal hier, es sind alles wirklich, es ist alles dabei. Paraguay, Thailand, Südafrika, global 7 Millionen Unterstützung von Review- und Implementierprozessen. Also mit anderen Worten, hau raus die Kohle. Ja, wie wär's denn mit einer kleinen Yacht oder so? Côte d'Ivoire, das ist die Elfenbeinküste, Äthiopien, Peru, Papua-Neuguinea. Ja, Monitoring. Also einfach nur mal erfassen von Daten. Kamerun, Informatisierung der Steuerverwaltung, 5 Millionen. Jugendfreundliche Dienste in Kenia, 6,5 Millionen. Dann Senegal zur Förderung der Energieeffizienz und des Zugangs zu Energie, 37 Millionen. Nachhaltige Stromversorgung in der Southern Division in Sambia, 18,5 Millionen. Alle Entwicklungsländer über irgendwelche Finanzdienstleistungen. Es ist Wahnsinn. Da sind wir hier im Bundesministerium für Zusammenarbeit, glaube ich, ist es, oder? Es ist auch egal, welche Butze das ist. Es kotzt mich alles nur noch an. Ländliche Entwicklung und Landwirtschaft Togo, ja, 12 Millionen. Ich gehe jetzt mal hier. Was? Klimafreundliche ÖPNV-Systeme in Lateinamerika, 106 Millionen, ja. Zentralafrikanische Republik, das kann aber jetzt nicht ganz stimmen. Entweder in Südlateinamerika oder in Zentralafrika, ist ja auch egal. Irgendein Despot wird sie schon freuen. Betriebsfonds für ländliche Wasserinfrastruktur in Tunesien, 2,5 Millionen. Wie gesagt, wir sind hier auf Seite 7 von 24. Ja? Also sagen wir mal von 20 Seiten, die hier diese Tabelle enthalten. Mosambik, Stromübertragungsleitung. Es ist, glaube ich, für Zusammenarbeit, irgendwas Bundesministerium, irgendwas komplett. Gesundheitssystemstärkung in Côte d'Ivoire, in der Elfenbeinküste. Elektrifizierung in Madagaskar, 1 Million. HIV-AIDS-Prävention in Zentralafrika, 20 Millionen. Okay. Programm Wasserverlustreduktion, 10 Millionen in Peru. Benin, ländliche Finanzierung Benin, ohne weitere Angabe, um was es da geht. Ja, also braucht man ja nicht komplizierter machen, als es ist. Dann gibt es auch keine dummen Nachfragen. Und dann kann man sagen, ja, nee, ländliche Finanzierung ist halt auch den Landsitz des Regierungschefs in Benin, vielleicht zum Beispiel nur in Vermutung, hier zu finanzieren.
Ja, Madagaskar, Burkina Faso, Wasser- und Sanitärversorgung, 17 Millionen. Natural Disaster Fund, alle Entwicklungsländer, 23 Millionen. Klima- und umweltfreundliche Stadtentwicklung, Zentralafrikanische Republik, 149 Millionen. Sauber, Amazonienfonds, Brasilien. Sudan, Wiederaufbau Darfur, 10 Millionen. Und so weiter und so weiter. Ja, wir brauchen hier. Teilweise hier haben wir bei Energieeffizienzprogramm Indien, die fliegen auf den Mond, 122 Millionen. Und wir brauchen hier nur ein paar Posten. Indien nochmal, klimafreundliche urbane Mobilität, 206 Millionen. Wir brauchen nur ein paar Posten zusammenzählen und dann sind wir schon bei 900 Millionen, die die Landwirte hier abdrücken sollen, ja, oder nicht mehr erlassen, denen es nicht mehr erlassen wird. Ruanda, Energiereformprogramm Indien, Mali, Mexiko, nationale Klimaschutzziele, 104 Millionen, das interessiert die doch da alles nicht. Ja? Das ist doch alles nur noch ein Witz. Ja? Die lachen sich doch ein und sagen, ja, machen schön Klima, aber in Wirklichkeit ist das Geld dann ganz woanders. 100%, ich würde Ihnen gar nicht vorwerfen, dass Sie es anders verwenden, weil damit wäre ja auch gesagt, also mit eurer Klimaideologie haben wir nichts am Hut, die Kohle nehmen wir gern. Dann haben wir hier Laos, Sambia, Marokko, Malawi, palästinensische Gebiete, Bildungsprogramm, 25 Millionen, bumm, Hamas, damit die in der Schule auch weiter schön lernen, wie böse die Israelis sind. Dann haben wir hier soziale Absicherung von absolut Armen, Malawi, aber dafür hier haben wir die Rentner, die Flaschen sammeln gehen und jetzt neuerdings, Özdemir hat es angekündigt, auch wieder gerne in die Container krabbeln dürfen, um sich noch was Essbares aus den Discounter-Abfällen irgendwie zu fischen. Super. Malawi, Burkina Faso, Äthiopien, Brasilien, El Salvador, Ecuador, Schutzgebietsystem, Küsten- und Meeresgebiete, 14 Millionen, ist alles auch unser Thema. Ja? Pakistan, Gesundheitsministerium, Finanzierung, wo sie Leute, die angeblich den Koran verbrannt haben, einfach mal auf offener Straße lynchen. Ja, okay. Dann haben wir hier Nahost und Nordafrika, ja, Saanat, was das auch immer sein mag, Kongo, ja, Programm Biodiversitätserhalt und nachhaltige Waldbewirtschaftung. Es hört nicht auf. Ghana, erneuerbare Energien, 20 Millionen. Es ist einfach nur brutal. Ich habe leider keine Vergleiche zur Hand, wie das noch unter Regierung Merkel oder davor war. Aber was hier rausgehauen wird, da gibt es keinen Morgen. Da kommt nicht mal ein Arzt mehr vorbei, der sagt, nee, also da kann ich auch nichts mehr machen. Ja. Usbekistan, digitale Reform im Gesundheitssektor, 48 Millionen. Bumm, warum denn nicht? Ja, wir haben es doch. Entsalzungsanlage Gaza, 20 Millionen. Dann wird da wieder das umgeleitet. Oh, wir haben dann doch einen Tunnel dafür gebaut. Irgendwie so. Also Kenia, Förderung von Jugendlichen durch Stipendien. Wir sind für alles verantwortlich. Wir zahlen die ganze Welt. 109 Länder, liebe Zuschauer. Ich gehe jetzt hier nur noch so durch, weil es ist einfach zu hart. Agrarfinanzierung in Mali, 16 Millionen. Denkt an die 900 Millionen, 900 Millionen für die Landwirtschaft, beziehungsweise nicht mehr für die Landwirtschaft hier in Deutschland. Ja? Aber das ist ja nur eins, was alles geplündert wird. Die Rentenkasse, die Krankenkassen, die Arbeitslosenversicherung. Es ist einfach hier Stärkung der Resilienz von vulnerablen Gruppen im Zusammenhang mit der Heuschreckenplage in Äthiopien. 15 Millionen, da sollten wir auch in Deutschland auch mal sich mit der Heuschreckenplage namens Regimestaat und Steuerräuber mal vielleicht mal auch mal befassen. Heuschrecken, Stichwort. Wahnsinn. Ruanda, Mali, auf jedem Kontinent, Mexiko, Jordanien, Kolumbien, Jemen, Pakistan, alle Entwicklungsländer. Was ist eigentlich ein Entwicklungsland? Indien auch, China auch oder was? Wo sind wir denn eigentlich? Wo ist eigentlich die Definition? Ja? 20 Millionen für halb Afrika und halb Asien. Mauretanien, Niger, Nigeria, Tschad, Mali, Burkina Faso, Dekarbonisierung, humanitäre Energie. Ja, was kostet es? Auch mal 21. Mio, super. Also wir können hier wirklich, wir sind jetzt noch nicht mal am Ende. Sudan, hier ist das Ende und das ist ja nicht alles. Ja, das ist ja nicht alles. Es gibt ja noch weitere Projekte, weitere NGOs, die hier finanziert werden mit unserem hart erwirtschafteten Geld, beziehungsweise mit Schulden, die aufgenommen werden, die irgendjemand dann irgendwann zurückzahlen muss. Und es wird nicht der Habeck, der Scholz, die Baerbock oder sonst wer von diesen Wahnsinnigen sein, sondern es wird dann
unsere Kinder und Enkelkinder betreffen, ja, die dann noch in 20, 30, 40, 50 Jahren für ein Genderprojekt in Indien, was 2024 aufgelegt wurde, ja, noch abdrücken müssen. Ja. So schaut's aus. Und liebe Zuschauer, es ist wirklich, es ist unglaublich, es ist unfassbar, was hier rausgehauen wird, was als Sparpaket deklariert wird, wo es nicht darum geht, die Ausgaben zu senken, um damit zu sparen, sondern wo es darum geht, die Einnahmen zu erhöhen. Und das nennen die Sparpaket. Allein diese Definition ist eigentlich schon verbrecherisch und hochkriminell. Es ist eine nur noch eine Trickserei und Täuscherei. Und hier schlägt sich langsam nieder, was Joschka Fischer angeblich nie gesagt hat: Geld raus, wohin auch immer, vollkommen egal. Hauptsache nicht den Deutschen. Ja, das wird hier knallhart umgesetzt. Und wenn sich die Deutschen das weiter anschauen wollen, dann sollen sie das tun. Ich tue es nicht. Ich werde es zumindest hier immer wieder anprangern. Und auch mit diesem Video will ich das hier den Menschen, den Lieben, die das Video sehen, auch bekannt geben damit, was hier so läuft, ja, wie absurd das eigentlich ist. Und ich danke euch fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Ihr könnt die Liste gerne nochmal euch selber anschauen. Drucksache 209761 vom 13.12.2023, Deutscher Bundestag, 20. Wahlperiode, ist der Verweis in der Beschreibung unter dem Video, sowie auch unsere Möglichkeiten, dass ihr uns finanziell unterstützt: Ko-fi, Bitcoin, Stripe und Deutsche Bankverbindung. Vielen Dank fürs Anschauen, vielen Dank für eure Geduld, dass ihr das wirklich euch auch angetan habt. Ich möchte hier niemanden bitte überanstrengen, aber wir dürfen halt auch nicht die Augen verschließen und sagen, was ich nicht sehe, das gibt es dann nicht. Das wäre dann ein bisschen zu einfach. Macht es gut, ihr Lieben. Servus. Moment, ich gehe jetzt nochmal irgendwo ganz zufällig rein. Förderung von Energieeffizienz in öffentlichen Gebäuden und Wasserkraft, Greening Public Infrastructure. Montenegro ist ein winziges Land, 47,9 Millionen Euro. Bitteschön. Gern geschehen. Wir haben es ja. Reichste Land der Welt. Was soll's? Komm. Servus.